Hallo und willkommen zurück zu Factorio Panodon. Ja, in dieser Folge soll es nochmal ein bisschen um Umbaumaßnahmen am Bahnverkehr gehen, die ich bereits erledigt habe. Und dann kümmern wir uns um Zinkchlorid und Fuel Rod NK1. Beides produziert nicht ausreichend momentan. So, das ist ja unser neuer Kreisverkehr. Und zur kurzen Erinnerung nochmal, wir hatten hier mal eine Kreuzung, die war so konzipiert, dass wir am Eingang der Kreuzung normale Signale hatten, also beziehungsweise am Eingang der Kreuzung Kettensignale und am Ausgang immer normale Signale, sodass dann der Verkehr hier lang floss und es auch niemals Stauungen und so weiter geben konnte. Jetzt habe ich das aber umgebaut mit so einer Kreuzung in der Hoffnung, dass, wenn jetzt diese Staus nicht da sind, die Züge schneller durchkommen. Ob das wirklich so ist, weiß ich noch nicht. Aber es war immer zu beobachten bei der alten Kreuzung, die Züge mussten warten. Weil dann kam einer hier von links und wollte runter, dann mussten die von rechts wollte runter und dann mussten die von links kamen, noch drauf warten und konnten dann nicht und so. Und jetzt können halt mehrere Züge gleichzeitig diesen Kreisverkehr benutzen. Ob das im Endeffekt dann schneller ist oder nur Augenwischerei, das kann ich noch nicht genau sagen. Aber ihr seht, es sind ja immer noch Stauungen da und das ist jetzt nicht der aktuelle Spielstand, sondern es ist der davor. Und denn jetzt habe ich noch mal was umgebaut. Wir gucken uns noch mal an, was ist hier noch für Murks? Es ist hier noch so eine komische Geschichte hier mit Uransand, was hier noch abgeholt wird im Bahnhof, der einfach so reingequetscht wurde. Dann haben wir hier Westabholung Coke. Zweimal. Kohlgas. Dann Molten Glas, Limestone Borax, all das zweigt sich hier noch so komisch ab. Dann haben wir hier noch so eine Geschichte. Fuel Rods und Eisenplatten und allen das. Da gibt es hier nochmal so eine Art Kreisverkehr hier drin. Und all das macht es nicht unbedingt besser. Und da habe ich mich mal rangesetzt. Das hätte sonst 3 Folgen gedauert, bestimmt. Und deshalb laden wir jetzt mal eben den aktuellen Spielstand nach 1455 Stunden Ingame-Zeit. Und da sieht das jetzt so aus. Hier ist unser Kreisverkehr. Und da habe ich hier war noch so eine Seenlandschaft. Da habe ich ein bisschen Landfill gesetzt. War nicht so viel Wasser, was ich da überbauen musste. Ich gehe nochmal in den Map-Modus, dann muss ich nicht so weit laufen. Und habe da so einen Bahnhof reingesetzt. Unseren klassischen 12x2 Bahnhof. Also der modernste Bahnhof, den wir momentan haben. Aber das ist ja im Moment, vielleicht noch nicht Ende der Fahnenstange. Dort wurden jetzt die Sachen, die wir eben gesehen haben. Coke. Einordast, Eisenplatten, Sand, Molten Glas und so weiter hingesetzt. Auch für mich war noch eine Haltestelle übrig. Und auch Graphit habe ich da unten hingesetzt. Genau, das hatte ich eben noch gar nicht gezeigt. Graphit war ja eine Produktion, die war hier, genau. Dann gingen so die hier zu einem Bahnhof. Und das war eben dieser komische Kreisverkehr, wo hier auch Einordast war und Eisenplatten und solche Sachen. Und das hier ist komplett weggekommen. Das heißt, wir haben ein bisschen Freiraum, falls wir noch mal ein bisschen was erweitern müssen. Dann war noch eine Geschichte mit Kohle. Hatten wir in einer der vorigen Folgen mal ein Problem, dass zu wenig Kohle irgendwie angeliefert wurde. Das Fließband ist jetzt in der Regel voll und ich habe hier noch mal die Greifarme grün gemacht, damit die auch das schaffen, das alles rein zu transportieren. Das sollte jetzt auch gut sein. Und hier rechts auch viel Freiraum. Hier waren sehr viele Gleise. Und jetzt sollte es eigentlich mit dem Kreisverkehr noch viel besser laufen als zuvor. Sonst noch was passiert, muss ich gerade mal überlegen. Coke könnte ein Problem werden. Eventuell müssen wir noch die Coke-Produktion steigern, aber erstmal möchte ich das nicht. Aber hier Fuel Rods. Ihr seht, es tröpfelt vor sich hin.
Und wenn man jetzt mal guckt, Fuel Rods, dann sieht man, wir haben in der letzten Stunde ungefähr 70 pro Minute produziert und wir verbrauchen das Doppelte. Und das Problem entsteht halt durch Coke-Mangel an der Stelle. Das werden wir eben beseitigen. Wir werden die Coke-Produktion dafür nicht steigern. Insgesamt, glaube ich, ist Coke okay bei uns. Wenn wir jetzt mal gucken. Jetzt, die Produktion tröpfelt ja nur so vor sich hin. So sieht es jedenfalls aus. Aber wenn wir hier mal schauen. 7,6K pro Minute Produktion, 6K Verbrauch. Da sehe ich keinen Handlungsbedarf momentan. Achso, nochmal zu der Anbindung des Bahnhofs hier. Hier an die Hauptstrecke anbinden. Also ich wollte diesen Bahnhof auf jeden Fall nicht an dieses Gewusel hier mit anschließen, wo ohnehin schon so viel Stauungen früher waren. Das heißt, da Anbindung und dann der Ablauf, also die Rückführung, ist dann einmal natürlich wieder zurück, da wo sie herkam. Aber die Möglichkeit besteht auch, dann hier nach unten zu fahren und sich hier einzugliedern. Da aber nur in die eine Richtung, nach Süden. Wir wollen jetzt hier nicht diesen Bahnhof als Ersatzkreisverkehr nutzen, dass die Züge von hier kommen, durch den Bahnhof fahren, hier lang fahren, dann hier oben und dann irgendwie da nach rechts weiterfahren oder so. Oder wieder zurückfahren nach da. Das auf gar keinen Fall. Aber netter Nebeneffekt dieses Bahnhofs ist jetzt, Züge, die von links kommen und nach unten wollen, die nehmen jetzt auch diese Strecke hier, fahren da lang, gliedern sich da ein, belasten also diesen Kreisverkehr nicht. Wir haben mal so eine Umgehungsstraße, die so quasi als Nebenprodukt mit entstanden ist. Ja. So, gucken wir uns mal eben diese Geschichte hier an. Und wir sehen, das hier sind unsere Fuel Rod Produzenten. Genau, der kriegt schon gar nichts mehr ab. Ich muss auch noch mal eben gucken. Erstmal sind die hier alle noch Stufe 1, sehe ich gerade. Wow. Dann machen wir mal 5 neue. Und dann wollte ich mal gucken, Produktivitätsmodule gehen da nicht rein. Nee, Speedmodule würden reingehen. Damit will ich jetzt aber auch gar nicht anfangen. Ach so. Ich sehe gerade. Ich habe das vielleicht doch gar nicht nötig, die zu ersetzen. Aber die haben hier Vorrang. Also insgesamt ist hier zu wenig Coke, was hier hochkommt. Und wir haben hier unten aber noch ein Coke-Band, was relativ voll ist. Das links, das führt zur Graphit-Geschichte. Jetzt können wir nochmal gucken, haben wir bei Graphit Handlungsbedarf oder ist die Produktion höher als der Verbrauch? Und da sehen wir 800 zu 200. Das ist also kein Ding, wenn wir jetzt dem da unten ein bisschen Coke klauen. Wo ich auch ein bisschen viel Coke klauen. Deshalb dachte ich, wir machen das einfach mal so. Ohne jetzt groß zu grübeln, warum an diesen Bändern nur so wenig ankommt. Wir haben ja das untere Band. Dann machen wir das so rum. Ja. Jetzt sehen wir, hier tröpfelt es wirklich nur noch. Aber auch hier, diese 30 Coke pro Sekunde, die jetzt hier hochfließen, werden ja langfristig nicht gebraucht. Das wird sich dann irgendwann stauen und dann fließt da nach links auch wieder mehr. So, und jetzt will ich die Dinger zumindest mal einsetzen. Die auf der linken Seite lasse ich dann nochmal so. So viele Materialien habe ich jetzt gar nicht dabei. Ne, ne. So, das läuft jetzt. Jetzt gucken wir nochmal nach Fuel Rods. Setten hier. So.
Und jetzt sehen wir 250 Produktion, 120 Verbrauch. Das ist also schon, die Produktion steigt sich ja jetzt auch noch. Das ist also wieder auf normalen Weg. So, und dann eine mögliche Sache, warum auch Coke nicht ganz so super läuft, ist, da bin ich aber nicht sicher, ich habe das jetzt nicht genau mir angeguckt. Aber wir sehen hier halt eine Geschichte. Hier wird Kohle, also Coal, umgewandelt in diese roten Steine und dabei entsteht halt Coal Dust. Und der Coal Dust. Achso, und diese roten Steine, die werden dann hier auch zu Coke gemacht. Und genau dabei entsteht dann Coal Dust. Und jetzt könnt der hier kann zum Beispiel schon kein Coal Dust mehr drauflegen, weil der nicht abgeführt wird. Und eine mögliche Idee, um mehr Coke zu erzeugen, wäre halt so einen Produktionsblock hier nochmal drunter zu setzen. Oder aber eben auch dafür sorgen, dass mehr Coal Dust wieder verbraucht wird. Denn wir haben eigentlich einen Bedarf an Coal Dust. Nämlich. Da sehe ich auch nochmal was. Hä? Was ist das? Ah, das ist Tribor irgendwas. Nee, das sieht so ein bisschen aus wie Zinkchlorid, deshalb war ich irritiert. Weil das ist jetzt unser Thema, Zinkchlorid. Aber hier kommt halt Kohl das an und das ist ein riesiger Verbraucher von Kohl das normalerweise. Aber der kriegt kein Zinkchlorid momentan. Und der erzeugt halt Aktivkohle. Also Carbon. Wenn wir uns da den Verbrauch angucken, das sehen wir, ist 1 zu 1, aber ja, wenn wir nicht mehr erzeugen, können wir auch nicht mehr verbrauchen. Also, da ist eher das Problem, wenn ich mir das mal so angucke. Ist schwer zu sagen. Also ich denke, wir brauchen noch mehr von dem Zeug. Einfach so ein Bauchgefühl jetzt. Und deshalb müssen wir mal gucken, dass wir Zinkchlorid hier rankarren. Was ja schon passiert, aber es wird nicht genug produziert. Und dazu kann ich unterwegs schon mal jetzt. Ich habe gerade nochmal Coke im Gepäck. Sorry, dann müssen wir eben das dahin. Ist das noch Graphit? Ah, ist auch noch. Wollen wir eben beim Bahnhof abliefern. Dann fahren wir gleich mal zu unserer Zink-Produktionsanlage. Achso, eine Sache habe ich bei dem Bahnhof noch nicht erwähnt. Eine klitzekleine Änderung am Konzept, würde ich mal sagen. Genau, Graphit kommt jetzt fast nichts mehr an, weil da kein Coke ankommt. Aber wenn man sich anguckt, hier 100, 200, 300k sind dann noch verfügbar. Das ist kein Problem. So, jetzt haben wir hier bei der beim Coke zwei Bahnhöfe. Und seit einiger Zeit habe ich ja schon keine Lust mehr dazu, jetzt hier zu sagen, das ist Kohlbahnhof Abholung 1, das ist Kohlbahnhof Abholung 2. Und die Hälfte der Züge fährt halt hier und die andere Hälfte fährt dahin. Da weiß man ja gar nicht, kann man ja gar nicht genau abschätzen, ob das von der Last dann auch genau gleich groß ist. Kann ja sein, dass die vier Züge, die hierhin fahren, ganz, ganz viel, ganz, ganz oft kommen und viel Coke brauchen und die hierhin fahren, nur ganz wenig brauchen und so. Deshalb hatten wir denn das ja mal umgestellt und gesagt, die Haltestelle wird gleich genannt, also All Nord Abholung Coke. Und die heißt halt genauso. Und der Zug entscheidet sich dann spontan für ein Gleis. Und da habe ich das dann in letzter Zeit ja so gemacht, zu gucken, wo ist denn jetzt gerade weniger drin. Und das Signal wird dann gesperrt und das andere Signal ist dann freigegeben, wo halt mehr zur Verfügung ist, dass die Züge sich das auch abholen können. Jetzt bin ich hier einfach einen anderen Weg mal gegangen, habe mir diese beiden Lagerhäuser angeguckt. Die sind mit roten Kabeln hier mit dem Signal verbunden. Und wenn in diesen beiden Lagerhäusern weniger drin ist, als ein Zug, als ein Waggon aufladen kann,
Die beiden hinteren habe ich gar nicht berücksichtigt, weil es im Moment noch nicht so ist, dass wir durchweg zwei Waggons an so Zügen dranhängen haben. Das muss also auch funktionieren, wenn die Züge nur einen Waggon haben. Es geht also nur darum, ist es möglich, dass der erste Waggon sich voll beladen kann, wenn er hier reinfährt? Ist da genug Material da? Wenn das so ist, dann wird auf jeden Fall auch im hinteren Bereich genügend Material sein. Wir sehen jetzt ja schon 87 zu 52, 87 zu, okay, zu 91, das liegt daran, da habe ich wohl irgendwann mal mehr per Hand reingekippt oder so. Aber generell ist das Hälfte, Hälfte. Also wir haben hier einen Splitter dran. Ja, hier unten kann man jetzt gerade nicht sehen. Wo bin ich jetzt? Da. Nicht ein Splitter, ein... Verteiler. Und deshalb kommt auch überall gleichmäßig was an. Und wenn jetzt hier genügend drin ist für einen Waggon, dann ist das Signal grün. Wenn nicht genügend drin ist für einen Waggon, ist das Signal rot. Wenn jetzt gar kein Coke mehr da ist, also sowohl hier zu wenig drin ist, als auch da zu wenig drin ist, dann sind halt beide Signale einfach rot. Und dann warten die Züge halt hier in Warteposition, bis dann hier irgendwann mal Coke wieder ankommt. So, und was wollte ich jetzt gerade genau? Wir wollten zum Zinkchlorid. Ich wollte bei der Gelegenheit noch mal ein paar Chemiewerke bauen. Geht jetzt auch gerade nicht. Ich kann auch noch mal gucken, ob im Zug noch welche drin sind. Alles nur voll mit Gleisen. Ich habe den Zug inzwischen mal losgeschickt. Davon nochmal ein. Und Chemical Plant. Ich weiß noch nicht genau, wie viele. Und wir fahren mal zum Zink. So, wir sehen Kreisverkehr übrigens. Ist okay. Also auch hier müssen die Züge warten. Man müsste im Prinzip mal zählen. Man müsste nochmal einen alten Spielstand laden und dann mal 10 Minuten beobachten, wie viele Züge kommen durch den Kreisverkehr in den 10 Minuten. Und dann guckt man jetzt, wie viele Züge passieren in 10 Minuten im Kreisverkehr. Und meine Vermutung ist, jetzt kommen da mehr durch. Also verkehrszählungstechnisch. Ne? Wenn man das so an Autobahnen ja auch macht. Ja. So, das ist unsere Zinkchloridproduktion. Bisschen überschaubar, aber die ist auch schon sehr, sehr alt. Das Zinkwerk muss man sich mal vorstellen, wann das auch gebaut wurde. Also, okay, es kam erst Forschungsabteilung und Holz und solche Sachen, diese grundlegenden Sachen, Eisen und Kupfer. Dann entstand der Südbahnhof vielleicht schon, ja. Oder vielleicht doch schon eher auch Zink. Und da haben wir das mitgebaut. Und diese Anlage war niemals ausgelastet, weil immer entweder fehlte Zink oder es fehlte halt hier die Salzsäure, die benötigt wird. Und das ist jetzt halt schwierig. Ich sehe gerade, warum habe ich hier zwei Roboports? Und die sind beide auch nicht unter dem. Dass der ist dann dazu. Achso, das ist sowieso hier ein kleiner geschlossener Kreis, also ein exklusiver Club. Was auch okay ist, die haben ja wahrscheinlich überhaupt gar nicht nötig, hier irgendwas zu tun.
Aber insofern kann ich doch den einfach wegreißen hier. Was haben wir überhaupt so an Bots? 20 Construction Bots, dafür ist es nur da. Ja, dann kann das gerne so bleiben. Und dann können wir das hier mal ein bisschen erweitern. Einfachste Art und Weise wäre ja hier. Na gut, machen wir mal so. Mal gucken, was wir da noch gerissen kriegen. Hier den Platz hätte ich auch gerne. Die müssen ja sowieso dann... Ja, sorry, da musste ich eben kurz unterbrechen wegen Telefon. Aber jetzt kann es weitergehen. Chemiewerke, genau. Ich kann mal eben kopieren. Haben wir hier immer so einen Block. Und dann da immer eine Lücke. So. Achso, genau, das Band wollte ich weghaben. Mit Limestone. Limestone könnte... Ah, genau, das war noch eine Geschichte zwischendurch. Ja, da muss ich gleich nochmal erzählen, dass ich auch noch was gemacht habe. Limestone könnte nämlich noch ein Problem werden, möglicherweise. Da bin ich nicht sicher. Es könnte auch andere Gründe haben. Es ist ein schwieriges Thema. Dieser ganze Hub da mit Stone, Gravel, Limestone, was da so alles war, ist halt ein schwieriges Thema. Und da bin ich auch schon tätig gewesen, auch mit so einer eigentlich langweiligen Geschichte. So, und damit haben wir jetzt unsere Zinkchloridproduktion schon mal verdoppelt, solange wir genügend Salzsäure haben. Aber das sieht ja momentan noch ganz brauchbar aus. Jetzt noch zu überlegen, wollen wir es noch steigern, indem wir hier Speed-Module einsetzen. Oder machen wir eine Mischung aus Produktivitätsmodulen und Speed-Modulen. Chemiewerk war ja mal ein super Standort für Produktivitätsmodule. Das so machen ist... Genau, jetzt gucken wir nochmal mit Speed. Wenn wir zweimal Produktivität und einmal Speed machen, ist es langsamer als normal. Ne? Dann haben wir jetzt eine... ja, 10% weniger. Aber ich denke, das ist ein Kompromiss, den wir eingehen sollten. Und dann lieber nochmal... weitere Chemiewerke hier irgendwo hinstellen. Nur wo? Du wirst nur hier unten gebraucht. Das heißt, wir können dieses Band... da so runterführen. Ja. Den Dingern hier ist es ja egal. Ich brauche hier nur Platz gleich, um unterirdische Bänder zu setzen, aber dann kann der eben hier sein, ist ja kein Akt. Und dann so. Und kommen dann halt hier von hinten durch die Brust ins Auge. Das ist schon Mark II immerhin. Haben wir irgendwann mal geupgradet. Schmodder loswerden. Nochmal. So. Jetzt haben wir hier ein bisschen Platz. Jetzt könnten wir eventuell eine Spiegelung hinbekommen.
Ah, nee, das. Durch die Rohre, das ist halt blöd. Achso, nee, so geht es natürlich auch auf keinen Fall. So geht es auch nicht. Das müsste also denn schon so sein und das geht nicht. Warum habe ich das so gemacht hier? Mit dem doppelten Zinkband. Wenn das so wäre, wenn das einen weiter wäre, dann würde es immer noch nicht reichen. Ja. Ja, dann müssen wir unten anbauen. Also wir können auch hier noch was reinquetschen. Aber wir haben auch unten noch einen Bereich frei, dann nehme ich den. Dann komme ich hier durch. Ah! Warum? Ist das eigentlich wichtig, auf welcher Seite Zinkchlorid liegt? Ich hoffe nicht. Ne, ist egal. Wird dann sowieso einseitig. Egal, wenn wir das hier doppelseitig belegen. So, jetzt wollen wir nochmal 1, 2, 3, 4, wahrscheinlich eher 8 da unten auch noch mal hinsetzen. Und insofern mache ich vielleicht auch komplett Produktivitätsmodule hier rein. Machen wir Geschwindigkeit minus 45%. Boah, das ist natürlich heftig. Nee, dann machen wir das schon so. Ich habe jetzt nicht genügend Produktivitätsmodule dabei. Das sollen wir gleich mal machen. So, dann müssen wir hier erstmal schon mal ein bisschen mehr Platz schaffen. Und dann. Wie machen wir das mit dem Zink? Müsste im Prinzip hier. Also da ist noch ein Splitter. Den können wir auch mal rot machen gerade. Ja, danke, so rum. Und. Platz. Hier nochmal einen Splitter hin. Ausgang rechts zuerst. So. Dann haben wir diesen Bereich Platz. Also ich denke mal für 8 Dinger sollte es auf jeden Fall reichen. Also können wir auch eben kopieren. So, wie rum? Die Ausgabe nach oben, würde ich schon sagen. Dahin. Wobei da wollen wir hochgehen. Gucken wir erstmal hier.
Das sieht ein bisschen komisch aus, ne, aber. Das geht nicht. Das ginge. Und mache ich dann auch den weg. Machen wir gleich Ersatz. Erstmal gucken, dass die Chemiewerke da Platz finden. Unten brauchen wir keine Rohre, unten brauchen wir nur das Fließband. 2, 3, 4. Dann hätten wir genau unsere 8, die mir vorschweben. So. Noch. So. Dann fehlen mir Rohre. Und dann müssen wir die Salzsäure dann noch irgendwie runterbringen. Das ist übrigens ein Punkt auf der To-Do-Liste, den wir hier abarbeiten. Wir sind jetzt gerade an der Stelle, wo wir so die letzten To-Do-Liste-Punkte abarbeiten. Also nicht, dass sie komplett leer wird, aber dass wir halt noch so ein paar Dinge von der To-Do-Liste wegnehmen, bevor es dann in Richtung hellgrüne Fläschchen mal geht. So, da fehlt es immer noch. Achso, habe ich da mal ein halbes Rohr vergessen? Hier beim Kopieren. Ja. So genau, Module. Achso, das haben die schon kopiert. Ja, das ist ja gut. Das heißt, die blauen sind auch schon alle drin. Ich nur ein paar Produktivitätsdinger. Gut. Alles einseitig ist kein Problem. Es macht keinen Sinn, das jetzt hier beidseitig zu machen, wenn es oben sowieso wieder einseitig wird. Achso, und geht das nicht auch nochmal zum Bahnhof? Genau, hier geht es nämlich noch zum Bahnhof. Da waren schon 3 Züge noch darauf, dass wir endlich mal was bekommen. Und sicherheitshalber werde ich das Band hier nochmal rot machen. Sieht momentan nicht so aus, als ob es ausgelastet würde, also das Gelbe, aber trotzdem machen wir mal so. Und hier ab da brauchen wir dann nicht mehr Rot. Weil die Hälfte von, oder beziehungsweise zweimal gelb ist ja einmal rot. Ne? Oh. Ja, da staut es sich schon, aber hier Bahnhof. Achso, genau, wenn es sich da staut, dann kann es natürlich sein, dass wir hier schon nochmal rot nehmen. Da. So. Genau, mein Zug ist da. Produktivitätsmodule sind, glaube ich, schon alle aus. Aber die würde ich hier schon gerne nochmal bauen. Und ich baue sogar noch ein paar mehr. Wir können jetzt nämlich schon mal mit einer neuen Sache anfangen. Während wir hier unten noch dumm rumstehen. So. So. Okay. Das nochmal nachbauen. Und sonst
könnte die noch, die gelben, nochmal upgraden. Dafür brauche ich dann Beton, das wird schwierig. Habe ich, glaube ich, nichts nach bestellt, dann lasse ich das auch mal weg. So. Der will Tailings abholen. So. Kann da einmal zwischenparken hier. Mein Zug kommt da gleich wieder hin. Genau. To-Do-Liste. Zinkchloridproduktion haben wir geprüft, wir haben sie auch verbessert. Weg. Zinnplatten erweitern, das haben wir doch schon vor ewigen Zeiten mal gemacht. Mehr Coal zum Ölbahnhof haben wir gemacht. Fuel Rods Mark 1, zu wenig Produktion, jetzt auf keinen Fall mehr. Jetzt ist es auf jeden Fall geprüft, das ist in Ordnung so. Das steht noch aus, das muss ich irgendwann mal machen. Futtermittelfabrik stabilisieren. Ja, das ist auch ein Prozess. Das ist jetzt im Moment stabil, aber ich lasse es trotzdem nochmal stehen. Das wird sich nochmal vielleicht wieder ändern. Das lasse ich als Marker für mich stehen, dass ich nicht nochmal auf dumme Gedanken komme. Filtration Media, das können wir uns gleich nochmal angucken. Besseren Dünger herstellen, ja okay. Forschung haben wir nichts. Novum Erzminen. Hightech blaue Chips. Ah genau, vor der Forschung stehen erstmal die blauen Chips. Das ist das nächste große Projekt. Umbau Nordbahnhof, der bleibt jetzt erstmal so. Leim erweitern. Bin ich noch nicht hundertprozentig von überzeugt, ob es notwendig ist. Aus Muscheln haben wir momentan genügend Leim. Aus traditionellen Sachen, also aus Limestone und Coke, haben wir eventuell zu wenig. Das müssen wir dann aber umstellen, das kann ich im Moment noch nicht abschätzen. Zinkplatten erweitern. Sehe ich jetzt gar keinen Bedarf. Ich lasse es trotzdem mal stehen, es kann sich ja nochmal ändern. Gucken wir uns die Zinkplatten mal an. Mit C natürlich auf Englisch, klar. Produktion ist jetzt 109, das ist, wechselt halt immer, wahrscheinlich immer, wenn ein Zug ankommt, der will dann wieder Platten haben, wird was produziert und so. Ich sehe jetzt aber nicht. Ach so. Ja doch, jetzt ist die Produktion gesteigert, weil wir jetzt mehr Zinkchlorid benötigen und dementsprechend wird was nachproduziert. Und der Verbrauch ist dann natürlich auch gestiegen, klar, weil es in Zinkchlorid geht, aber der Rest unserer Base braucht jetzt noch nicht auf einmal viel Zink. Deshalb würde ich das mal so belassen. Und nehme das auch raus, weil ich gar nicht mehr sicher bin. Vielleicht haben wir das schon mal erweitert, irgendwie, dass wir das hier auf Rot gestellt haben oder irgendwelche Sachen gemacht haben. Es kann durchaus sein, vor langer Zeit. Das ist ja 10.04. Das ist lange, lange her. Food. Ja. Tupra-Farm nachrüsten. Das habe ich gemacht. Beim Kottengard. Guck mal, und dann haben wir schon mal mehr als ein Drittel von den ganzen Sachen jetzt weggearbeitet. Und dann würde ich sagen, wir fangen jetzt mal an. Also weil, oder nee, erstmal noch Filtration Media. Und dann, also genau, gucken wir erstmal hier bei der Produktion. Filtration Media. Ja, da ist Bedarf. Das müssen wir tun.
Wo ist das Problem? 170, wenn ich jetzt letzte Minute gucke, 155. Das ist ein ernstes Problem. Gehen wir gleich hoch. Jetzt habe ich hier gerade noch mal eben ein paar Module zu verteilen. So, die sind 10% langsamer, das heißt, vorher hatten wir 4. Jetzt haben wir 7,2 mal 2 sind 14,4. Das heißt, wir haben es über verdreifacht, die Zinkchloridproduktion. Ist das schon ausreichend? Ich bin noch nicht überzeugt, deshalb will ich hier nochmal 2 dazu bauen. Ja. Ach so, warte mal, ich brauche noch einen Platz. So geht es gerade noch so. Genau, dann kann da nämlich noch das unterirdische Rohr hin. Dann machen wir die Verbindung einfach so. Das ist jetzt egal, dass jetzt 8 Anlagen nach links liefern und 2 nach rechts. Das wird eh nicht voll, das Band. Ups, das reicht ja gar nicht, okay. Wobei, der muss ja gar nicht da stehen. Der darf auch gerne einen weiter rüber. Bin ich nicht böse. So, dann brauchen wir noch 2 Chemiewerke. Und während das da unten noch produziert wird, schauen wir mal eben zu den Filtration Media. Beziehungsweise wir haben da mehrere Sachen. Das ist die alte Produktion, die braucht Microfiber, haben wir nicht genug. Die könnte sonst mehr produzieren, wenn wir mehr Microfiber hätten. Und hatten wir nicht schon eine neue Produktion, hier mit Biofilm? Es wird gar kein Biofilm mehr produziert. Warte mal, kann das sein, dass wir hier bei Filtration Media mal irgendwie früher mehr produziert haben. Kann man so nicht sagen, ne? Ist jetzt nicht irgendwie runtergegangen. Was fehlt denn da jetzt beim Biofilm? Rayon. Ach! Wir haben noch unsere super neue Rayon-Produktion. Also Rayon, da sollten wir keinen Mangel dran haben. Und dann, wenn wir Biofilm haben, geht das nur zum Bahnhof? Okay. Hä? Das heißt, wir haben das noch nie gemacht. Unsere neue, also kann ich es jetzt nicht sehen. Gucken wir mal, Filtration Media. Es wäre eine neue Produktionsmethode. Die haben wir dann noch nie gemacht. Das machen wir jetzt. Das machen wir nicht. Auch nicht. Nee, das auch nicht. Hä? Wo ist jetzt der Unterschied? Da bekommen wir
3. Da bekommen wir 5. Doch, das ist schon eigentlich besser. Dann ist das das neue mit 100. 20, ja. Okay. Alles klar, dann ist das der Plan. Das sollte kein Ding sein mit Chitin. Machen das mal im in der Helmod. Habe ich das hier schon irgendwo drin? Ach so. Ja, komm, das machen wir eins nach dem anderen. Erstmal, oder das machen wir als zweites hier. Diamanten, das war nochmal so eine Idee. Genau, dazu muss ich nochmal erzählen, was in der Zwischenzeit geschehen ist. Das habe ich ja noch nicht erwähnt, weil ich es in der vorigen Folge schon mal gesagt habe, dass es ansteht, dass ich es machen werde. Irgendwo hier. Da sind ja ein paar Sonnenkollektoren weggekommen. Und da habe ich halt nochmal Acetylen nachgeworfen. Die Planung hatte ich ja schon mal gezeigt. Und dann haben wir hier halt Acetylen quasi nochmal mehr als verdoppelt. Also verzehnfacht oder was weiß ich. Also ist eine ordentliche Menge. Und nur ein Unterschied zu der Planung ist es den Leim, den wir hier haben. Also den Kalk. Der wird nicht vor Ort hergestellt, sondern den nehme ich dann doch vom Bahnhof irgendwo. Beziehungsweise nicht Leim, den Limestone, den Kalkstein. Den stelle ich jetzt hier nicht her. Man könnte jetzt aus dem Slaked Lime, aus dem hier, das ist ja ein Abfallprodukt sozusagen aus dieser Acetylen-Geschichte, Slaked Lime könnte ich ein Drittel davon ungefähr wieder zu Limestone verarbeiten und dann hier ins System speisen und dann habe ich ein Drittel von dem Abfall entsorgt. Da habe ich aber jetzt erstmal gar keinen Platz zu. Ich wollte nicht noch mehr abreißen. Und andererseits haben wir schon mal eine Slaked Lime Entsorgungsgeschichte. Das hier fließt nämlich jetzt hier nach rechts zu der ursprünglichen Acetylenproduktion, die sich befindet ungefähr hier. Ungefähr da. Da. Und da fließt jetzt erstmal der Slaked Lime von links hier rein und da ist ja schon mal eine komplizierte Schaltung, die macht irgendwelche Dinge und das macht sie jetzt auch weiterhin. Wir sehen auch, es ist nicht voll. Das läuft jetzt schon eine ganze Weile. Und vorher war es auch so, bei irgendwo zwischen 60 und 70 K waren da halt drin. Die andere Geschichte, die ich vorhin schon mal angeschnitten hatte, was ich sagen wollte mit diesem Hub. Achso, das war hier. Hier gab es, nee, da nicht, ein weiter links. Da gab es Probleme. Und zwar, Punkt 1 war, hier waren irgendwo Werte falsch eingestellt. Ich bin davon ausgegangen, dass Gravel 500er Stacks sind und deshalb habe ich quasi nur dann Gravel entsorgen lassen, wenn hier eine bestimmte Zahl drin war, irgendwie, was weiß ich, über 300.000 und es kann aber maximal 240.000 überhaupt nur in so ein Lagerhaus rein, deshalb hat das nicht funktioniert. Und dann sehen wir hier Limestone, da wartet ein Zug die ganze Zeit auf Limestone, es kommt einfach nichts, also möglicherweise ist unsere Limestone-Produktion zu gering. Wir haben für solche Fälle Limestone-Notproduktion hier, das ist das. Das funktioniert hier aber nur manchmal, weil zu wenig Kohlgas da ist. Das muss ich mir nochmal angucken. To-Do-Liste. Ist es dringend? Ich würde sagen, ja. D19. Zu wenig Kohlgas. Ja, und dann
damit wir diesen ganzen. Achso, genau, der Gravel, der jetzt hier über ist. Der ging halt hier die ganze Zeit runter, hierhin. Und die waren richtig am Ballern. Also das Fließband war voll und die haben hier komplett Gravel kaputt gemacht. Und das erzeugt natürlich eine riesige Umweltverschmutzung, das möchte ich nicht haben. Wir erzeugen da Asche draus, das ist schön und gut. Aber das ist wirklich nur die absolute Notlösung, wenn halt zu viel Gravel da ist. Und deshalb habe ich noch einen Zwischenschritt eingefügt und gesagt, wenn hier... Wo ist es? Ich finde es nicht. Ich finde jetzt auch Gravel gerade nicht mehr da oben. Haben wir hier noch den Zwischenschritt? Ne, das ist Stein. Der wird zu Gravel. Aber es wird auch noch Überschuss Gravel eigentlich zu Sand. Ich sehe es jetzt gerade nicht. Okay, jetzt ist gerade wohl kein Überschuss da. Das heißt, auch jetzt müssten... Das war jetzt Zufall, dass wir hier noch gesehen haben. Ja, genau, jetzt ist gerade nichts da. Aber glaubt mir einfach, der Gravel geht zuerst hierhin, wird zu Sand verarbeitet. Dieses Sandfließband geht dann zum Alu- und zum Bleiwerk, da wo wir immer viel Sand brauchen. Und wird dann ins System eingespeist, vorrangig vor allem anderen. Und dann haben wir schon mal weniger Abfall, viel, viel weniger Abfall. Und die, das hier sind aber zwei rote Bänder, die schaffen das dann nicht komplett auf einmal, wenn hier ein riesiger Schwung ankommt. Und dann entsteht halt noch ein bisschen Asche und so. Das ist aber eine Sache, damit kann ich gut leben. So, nun aber los. Wir... Achso, genau, nee, das ist Lustige, genau. Wir waren eben noch beim Slake Lime, wo ich gesagt habe, ein Drittel des Slake Limes könnte ich noch verwerten zu Limestone. Und dann kam mir aber noch die Idee, gibt es nicht noch andere Möglichkeiten, Slake Lime zu verwenden? Und wir brauchen den für die Diamantenherstellung. Dann dachte ich, genau wie wir das bei Gold schon mal gemacht haben, wir verbrauchen momentan ja überhaupt noch kein Gold, aber wir produzieren schon Gold, weil es halt einfach so anfällt bei einer bestimmten Sache. Und dann dachte ich, machen wir das vielleicht bei Diamanten auch schon so. Das heißt, ich nutze den Abfall-Slake-Lime schon mal, um Diamanten herzustellen, was wir später für irgendwelche Dinge brauchen. Und dann habe ich mal hier nachgeguckt, wenn wir jetzt Diamanten herstellen wollen würden, was ist das für ein Akt? Ich habe mal gesagt, das hatte sich so ergeben, 6 Diamanten pro Sekunde. Und da ergibt sich dieser Akt hier. Und das wollte ich nicht, nur um Slake Lime mal eben loszuwerden. Das ist eine Sache für später. Und ihr seht es auch, es ist, ihr seht es vielleicht nicht auf den ersten Blick, aber es ist kompliziert. Weil hier aus dem Diamantenwasser 3 verschiedene Dinge hergestellt werden. Und die 3 müssten erstmal wieder benutzt werden, um daraus dann Rohdiamanten herzustellen. Und davor dann auch diese Aktion, hier war noch irgendwas komisches, wie kriege ich überhaupt Diamanten und so. Achso, genau, genau, wie kriege ich Diamanten? Wir brauchen erstmal einen Kimberlite Rock. Den habe ich bisher, glaube ich, auch noch gar nicht gesehen. Gibt es den überhaupt auf der Map? Ich hoffe sehr, sonst haben wir keine Chance. Also mit so Bergbau an Diamanten zu kommen. Und ich habe ja schon viel gesehen auf der Map. Gibt es hier Kimberlite Rock? Falls nicht, dann müsste ich irgendwann mal das Spiel upgraden, was natürlich auch das totale Chaos auslösen dürfte. Ja, und deshalb die Begrenzung hier mit 6 Diamanten. Da haben wir ein Fließband mit den ursprünglichen Rocks und dann kommen wir immer mit einem blauen Band hier aus. Aber das ist halt für viel später. So, jetzt wollen wir gucken. Dass wir hier Filtration Media machen.
Da gibt es noch was Besseres. Ja. Wer weiß, wann wir das freischalten. So, was haben wir jetzt für einen Verbrauch? Wir hatten irgendwie 250 oder sowas. Was war das gerade? Pro Minute. 300. 400 pro Minute. Das heißt 10 pro Sekunde. Ja, was sagen wir? 6 bis 7 pro Sekunde. Das heißt, die Verdopplung sollte ich auf jeden Fall schon mal einkalkulieren. Das heißt, 15 pro Sekunde wäre so das Minimum. Aber wir versuchen jetzt mal 30 pro Sekunde. Ein rotes Band. Blaue Fabriken. Oder machen wir ein blaues Band dann voll? Müssen wir gleich mal gucken, ob wir das auf 45 dann stellen. So, Gravel ist kein Problem, haben wir. Wir haben jede Menge Gravel, also das sollte. Activated Carbon haben wir. Hier nochmal eine Produktion hinzusetzen, könnten wir überlegen, weil wir hier auch Zinkchlorid. Also machen wir das überhaupt hier, ist noch die Frage. Ja, aber ich denke, wir machen das schon hier, wo. Und wir haben hier in der Nähe halt sowieso Zinkchlorid. Das heißt, wenn wir den hier auf blau setzen, den so, dann brauchen wir, müssen wir ein Fließband mit Coal Dust hier anliefern per Zug. Also wenn es jetzt bei diesen 34 bliebe, in so einen Zug passen rein 20.000. Das heißt 300 Sekunden lang, alle 5 Minuten müsste ein Zug ankommen. Wenn er zwei Waggons hat, müsste alle 10 Minuten Zug fahren. Das ist alles machbar. Sodiumhydroxid haben wir hier in der Gegend. Nitrogen, das sollte alles kein Ding sein. Das sollten wir also hier machen. Eventuell Coal Dust hier auch vor Ort erzeugen. 10 Raw Fiber zu 10 Coal, das ist ein schlechter Deal. Nee, das lassen wir zentral. So, das ist alles okay. Dann haben wir Zellulose. Haben wir hier sowieso schon, ne? Wir haben hier schon Zellulose. Das machen wir. Das nutzen wir dann. Microfiber haben wir hier auch. Da bekommen wir einmal was. Sekunden. Ja, das Kollagen ist also besser. Aber Kollagen ist natürlich auch aufwendig. Habe ich einen Kollagenbahnhof? Muss ich gerade mal eben gucken. Anlieferung Kollagen, ja. Ja, doch. Okay, das würde also gehen. Und das ist ja keine riesige Menge. Na, okay, ein Kollagen pro Sekunde ist schon nicht ohne. Jetzt produzieren wir gerade gar nichts. Ja, das ist jetzt vielleicht. Ja, doch. Es pinkelt sich so ein auf 0,2 pro Sekunde. Ja, 0,2 pro Sekunde. Das ist doch schon eine Menge. Jetzt will ich doch nochmal nach Chitin gucken. Wir stellen Chitin her.
Ein bisschen. Wir könnten, wenn wir wollten. Wir wollen nur nicht. Chitin. Gibt es da große Hindernisse? Das ist hier irgendwo. Habe ich nicht beigeschrieben. Das müsste hier irgendwo sein. Mal kurz gucken, aus welchen Tieren wir Chitin gewinnen. Xenos. Oder auf Raux, okay, aber. Dilmo. Xeno. Ja, Xeno sind gut dafür. So, wo haben wir die Xenos jetzt gehabt? Grr. Modus wieder verlassen. Da sind die Xenos. Oh wow. Die machen gar nichts mehr. D20. Xeno und Chitin prüfen. Ausgelegt ist also auf vier Fabriken. Vier Fabriken würden machen. Crafting Speed 2, also das heißt 7,5, 0,5, 2 Chitin pro Sekunde. Wenn das hier alles gut läuft, haben wir 2 Chitin pro Sekunde. Wenn ich das hier über Chitin lösen würde. Brauchen wir das Fünffache von Nanofibrillis, das heißt 3 pro Sekunde. Also wir brauchen das Dreifache an Chitin wie von Kollagen. Also gehen wir lieber den Kollagenweg. So, und dann brauchen wir Chitosan. Das klingt auch wieder nach Chitin. Genau, Chitin brauchen wir sowieso. Jetzt noch einen pro Sekunde, das wäre ja noch machbar. Es ist nicht so einfach hier. Will ich das wirklich so machen? Oh mein Gott. Chitosan brauchen wir bestimmt noch für andere Dinge. Scaffold, Aluminium, dafür ist egal. Zwei für drei Sachen, vier. Ja, sind fünf Dinge, die wir brauchen. Das heißt, wir machen das mal eben getrennt voneinander. Das bleibt so. Ich gucke mir noch mal Microfiber an. Da gibt es nur das eine Rezept. Fiber. Haben wir sowieso jetzt auch ganz viel irgendwo hergestellt. Dann machen wir hier das Microfiber auch nochmal separat. Nochmal 6 Pulp Mills dazu. Und lassen uns das Fiber anliefern. Das ist kein Problem, das können wir mit dem Zug anliefern lassen. Sodiumhydroxid, das haben wir jede Menge. Das vernichten wir sogar schon. So, und jetzt noch einen neuen Block. Und dann machen wir Chitosan.
den hier setze ich mal auf 45. Dann brauchen wir hier 1,5. Den machen wir mal unlinked und dann sage ich, ich hätte von dem gerne 15. So, Chitin ist klar. MTP-Tritisch ist klar. Sodiumhydroxid ist klar. Bleiben nur die mutanten Enzyme. Und nirgends Produktivitätsmodule möglich. Ja, Propeptide. Gibt es nur ein Rezept. Geht noch. Oh, boah, okay. Also, das mit den neuen Filtern, das wird noch lange, lange dauern. Tut mir leid, aber 23 Knochenmehl, das ist ja Wahnsinn. Achso, Entschuldigung. 2,3 brauchen wir und davon dann haben wir 45. Wir können vielleicht auch mal ein Drittel sagen. Also ein Knochenmehl pro Sekunde und sowas. Doch, das geht noch. Wir müssen ja nicht direkt die Riesenmenge machen. Pilze, Schwämme und ja. Machen wir hier wieder 7,5 Filter. Na, wir brauchen knapp einen Filter, also 0,75 Filter brauchen wir, um 45 zu erzeugen. Fleisch, 15 pro Sekunde ist auch sehr, sehr viel. Magnetic Beads. Okay, und da sind wir bei Sachen, die wir haben. Beziehungsweise Agar machen wir auch hier vor Ort. Sechs, oder 30, da sind 30. Da haben wir 60, ja. So rum. Okay. Boah, das muss ich jetzt nicht so nachdenken. Das können wir hier direkt machen, glaube ich. So, bei 3,4. Ich will das reduzieren, das ist zu viel hier. Nochmal 10. Sorry. Dann vielleicht was zwei Biofactories so hergeben. Wenn ich da jetzt sage 8,
Mensch, ich drücke immer falsch. 9. Ja, okay. Haben wir noch 30 davon. Das ist okay. So groß sind die nicht. Das so, Fleisch. Wo bekamen wir jetzt am sinnvollsten nochmal Fleisch her? Aus den Auerochsen, ne? Mal gucken, da sind es 8. 5, 2. 5. Arturiens könnte sich trotzdem lohnen. Aber mit Auok-Produktion käme ich schon aus. Machen wir das da so rum. So. Sechzehn ist okay. Und das andere, das produzieren wir schon. So, und dann brauchen wir die Dinger hier noch. Ich weiß nicht. Da brauchen wir wieder so ein Bio-Scaffold. Das geht so am Anfang gar nicht. Wir haben Bio-Scaffold nur dann, wenn wir auch Kitosan herstellen. Machen das also erstmal so. Da haben wir noch keine vernünftigen Rezepte. Beides 80%. Warum sollte ich das eine nehmen? Warum soll ich das andere nehmen? Die Zeit. 140, 130 Sekunden. Dafür ist hier Salz noch mit dabei und einmal Bedding. Nee. Ist auch 80%. 150 Sekunden. Nee, dann machen wir ein einfaches Rezept. Richtig gutes Rezept haben wir sowieso noch nicht. Also so rum. Siebenundvierzig, ich werde wahnsinnig. Mein Gott. Und die wollen ja auch was zu fressen haben. Obwohl, nee, die wollen noch mal Fleisch haben. Matrix-Solver. Auf einmal brauchen wir auch 35 Auerochs. Und 3 Futter pro Sekunde und solche Sachen. Und Freezy so. Und es steht noch was aus, nämlich. Das oben steht auch noch aus, aber es stehen noch die Dingrid-Hörner. Aus. Cage Dingrid. Dann war auch noch kein gutes Rezept. Aus dem Cage Gondrix können wir ein Cage Dingrid machen. Naja, machen wir das so.
Auch wieder 50. Und jetzt fehlt aber immer noch das hier. Chimeric Proteine. Magnetic Beads wieder. Erhöht sich das? Ist kein Thema, ist egal. Warte mal, ich kann das mal ein bisschen höher setzen dann. Ja, das ist genau richtig. Retrovirus produzieren wir schon. Dreimal, einmal. Ja. Sieht schlimm aus, haben wir aber alles schon. Ethanol, erinnere ich mich auch dran, produzieren wir schon irgendwo. Glaube ich. Das ist Methanol. Okay. Vielleicht eben erst das andere. Ethylenglykol. Das geht, ja. Und Ethylen, ich meine, wir haben das schon. Ja. Aber so. Was? Das stimmt nicht, weil das ist jetzt das Wasserproblem. Brauchen hier mal eben Wasser. Wenn ich Wasser hier irgendwo finde, da. Jetzt sieht das nämlich ganz normal aus. Das heißt, wir haben das durch. Also das Ethylenglykol haben wir durch. Jetzt war die Ethanolgeschichte, die packe ich mal ganz nach unten. Pilze sind kein Problem. Alien Bakteria haben wir im Prinzip, aber vielleicht nicht genug. Ist das so? Oh mein Gott. Das hier kommt mir noch unbekannt vor. Knorr-Tendon, ich werde wahnsinnig. Genau, Ellenbakterien stellen wir vielleicht noch gar nicht her, sondern jetzt immer nur Zocknerbakterien. Okay, wegen der Menge müssen wir mal eben hier ein bisschen umstellen. So. In der Hoffnung, dass ich irgendwo Produktivitätsmodule einsetzen kann.
Immerhin da Produktivitätsmodul, das bringt schon viel. Brauchen wir weniger Serien, brauchen wir weniger Kmauk-Kram. Zocknerbakterien machen wir dann auch separat hier aus Licht, also Lampen und so. Lampenproduktion haben wir jetzt ja genug. Das ist das geringste Problem hier unten. So. Jetzt noch die Kmauk-Tendons als letztes. Die können wir nur so machen. Oder achso, aus Cage-Kmauks geht's auch. Ja, machen wir das mal so rum. Das ist echt nur die Zeit. 140 Sekunden zu 130 Sekunden. Dafür brauchen wir halt noch Renea und Bedding. Dann lieber das so und dann brauchen wir nur ein bisschen Platz, etwas mehr Platz. Also irgendwie 6-7% mehr Platz brauchen wir dann. Caged Kmauk. Ja. Warum er hier jetzt auf 0 steht, weiß ich nicht. Das ist nicht das gleiche. Vielleicht ist er jetzt auch überlastet. Oder gibt es das hier zweimal? Sind das zwei unterschiedliche Caged Kmauks? 0. Wie sehen die aus? Da. Trotzdem 0. Warum ist der hier auf 3,3? Wir oben brauchen wir noch irgendwo welche. Käfigen? Weil wir oben Käfige brauchen? Hm. Ich nehme das hier mal raus und sag mal einen neuen Block. Come out. Hier rechnet er es aus, wunderbar. Und nochmal 15 Skin pro Sekunde. Ja, das gibt ja einen Spaß. Da überlege ich gerade mal, ob das nicht sinnvoller wäre, das andere Rezept hier zu nehmen. Das ist wieder mit Bioscaffold, was wir ja noch nicht haben. Okay.
Also die Anlage können wir so aufbauen, sie wird aber maximal 10% von dem leisten, was sie könnte. Trotzdem von der Menge würde ich es gerne mal so aufbauen. Das Einzige, was wirklich viel Platz wegnimmt, sind halt die Pflanzen und Tiere. Der Rest, 5 Schlachthöfe und sowas, das ist ja kein Ding. Und das, ich denke mal, dass Chitosan noch eine große Rolle spielt. Ob wir jetzt tatsächlich 9 pro Sekunde brauchen, das weiß ich natürlich nicht. Und es ist auch nicht so einfach, dass ich jetzt sage, ich mache mal erstmal nur die Hälfte und später kann ich es dann leicht verdoppeln. So leicht verdoppelt sich das auch nicht, dass man jetzt mal eben ein großes Rechteck zieht und dann sagt Copy-Paste. Das ist hier zu komplex.